Hi Esmiel. So, nicht wundern. Ich habe jetzt mal den Spalter auf, weil ich euch mal was zeigen möchte. Denn ich möchte diese Woche mit meinem Förderband anfangen. Das hier. So, man kann erkennen es so ein bisschen. Das ist 3,60 Meter lang, circa. Ich guck noch mal. Oh, es war ungefähr so 360, ja, 320, gut. Irgendwas bei 3 Meter. Und ich habe mir jetzt letzte Woche die Teile schneiden lassen. Ich mache es mal schnell auf. Das braucht man erstmal nicht. Das muss man natürlich erstmal überprüfen, ob das alles so stimmt. Ich habe mir jetzt die Vierkantrohre zuschneiden lassen. Also die sind aber 500 und die sind 2600 Faserquetscher, ich glaube 70. Dann müssen wir, der Ölmotor muss heute gekommen sein. Das habe ich noch nicht geschaut oder muss ich dann noch mal schauen morgen, ob der da ist. Ja, die Bleche, das muss ich dann noch mal nach und nach machen. Ja, die Walze bauen wir. Die Spanner, da muss ich mal gucken, ob ich die passende Mutter da habe. Laserteile sind alle da, bis auf die Teile, die habe ich mir machen lassen. Also hier die, wo das Sieb dran kommt. Hier kommt ja ein Sieb dran. So, dann eine große Rolle habe ich schon. Eine kleine Rolle habe ich schon. Und ich habe noch welche bestellt jetzt, Rollen. Da muss ich aber mal schauen, wann die kommen. Also es wird nicht ganz so werden wie hier. Aber auf jeden Fall mit den Rohren dazwischen, das wird auf jeden Fall so kommen. Und mit dem Teil hier, das ist nämlich dazu da, dass ich meine, na, ach, wenn sie mitmachen würde, komm, mach mit. Da soll die Klappe dann so dran. Na, jetzt komm doch mal. So, genau. Das ist nur so als Anschlag. Zack. Genau. Ich hatte erst mit Außenlagern überlegt, aber ich habe es jetzt doch eine andere Variante. Die Bleche hier an der Seite, da muss ich auch nochmal schauen, ob ich die so mache. Jedenfalls die Laserteile habe ich alle da. Für die Laschen, für die Bolzen. Das ist alles da. Da soll eigentlich später mal die Zylinder dran, die habe ich da, die Laserteile. Wie ihr seht, hier ragt schon rein. Also das muss alles nochmal überprüft werden dann. Also hier seht ihr, kommen die Zylinder dran. Das ist aber auch noch nicht so. Ich bin jetzt noch an der Suche nach den passenden Zylindern. Die haben jetzt einen Weg von 120, ich bräuchte aber jetzt 100, oder die, nee, die haben 100, 100er Hub, ich will aber einen haben mit 150, dass ich weiter nach unten komme, also dass ich weiter wegkomme. Also das ist jetzt so 45 Grad hier und ich möchte so auf 30 Grad. Kann ich mal zeigen, warum, oder dass ich einfach ein bisschen weiter wegkomme vom. Also halt. Das war der falsche. So. Das ist mal der Anhänger. Und wenn das jetzt dann wieder aufgeklappt ist. Steht quasi der Anhänger dann hier drunter. Oder andersrum. Je nachdem, wie wir spalten möchten. Und dann wird der Hänger vollgeladen. Und das Blech hier unten, mal gucken, ob das so lang bleibt. Vielleicht macht es auch ein bisschen länger. Vielleicht kommt auch noch ein Gummi dran. Das ist einfach nur dazu da, dass quasi die Späne nicht auf dem Anhänger landet. Und dann möchte ich eigentlich noch gleich, da muss ich mal schauen, wie ich es mache, einen Behälter bauen oder einen, ach, wie nennt sich denn das?
so ein Gestellbaum, wo so Big Bags reingehangen werden können, dass ich dann quasi die Späne auffangen kann, kann die in Big Bags sammeln. Wenn wir das dann mit unserer Brikettpresse auch durchziehen, das Projekt, dann hat man nämlich gleich was, was man dann umwandeln oder dann nutzen können. So, gut. Das war erstmal das. Ja, hier seht ihr schon, Stammheber ist auch fast fertig. Da muss ich aber auch erstmal gucken, welchen Zylinder ich noch habe oder welchen Zylinder ich dann nehme. Ah ne, Quatsch, den Zylinder habe ich schon da. So. Genau. Und da muss ich jetzt hier nur zusammenbauen. Das soll quasi so werden, dass ich auch wie bei meinen anderen Spalter hier unten einfach einen Bolzen löse. Der Zylinder dann quasi frei ist und ich das dann rumklappen kann und kann es dann hier verriegeln, dass es dann zusammenklappen kann. Genau. Das Förderband ist dann auch klappbar. Da habe ich jetzt auch zwei Verschlüsse besorgt, die hier an die Seite dran kommen oder unten dran, je nachdem, wie es sich besser handhaben lässt. Und dann will ich eigentlich noch hier irgendwo noch eine Kette anbringen, dass die ganze Last oder ein Stützfuß, mal schauen, wie es praktischer ist, dass die nicht die ganze Last auf den Zylindern ist, dass die Zylinder nur wirklich zum Höhenverstellbar sind und dann zusammenklappen. Genau, gut, das war's davon. Jetzt machen wir den Hakenlift weiter. Da ist unser Hakenlift. Ich habe jetzt nochmal angekippt, dass ich mal ein bisschen was sehe. So, die magentafarbenen Achsteile haben wir jetzt letztes Mal gemacht. Und dabei ist aufgefallen, dass wir jetzt halt ganz schön breit geworden sind. Zwecks Container. Müssen wir jetzt mehr rausgehen. Und da müssen wir jetzt natürlich schauen. Okay. Die Verstrebung, also hier unten die Achsstummel, die müssen natürlich kürzer werden. Um einiges. Deswegen haben wir ja gesagt, oder deswegen habe ich ja letzte Woche gesagt, will ich diese Us hier ein ganzes Stück weiter rausbringen. Ungefähr da, Mitte Loch. Und dazu werde ich jetzt erstmal den Rahmen wieder so zurückbauen, wie er vorher war. Also ich mache die Strebe raus. Ich mache die doppelten Laschen raus. Und baue das alles mal wieder in den Ursprungszustand. So, als erstes kommen die Klötzchen ab. Die brauchen wir nicht. Das habe ich eine andere Idee. Wir sind erstmal unsere Rundlager, die ich jetzt hier dran habe, in eine andere Baugruppe verschaffen. So, das kann man ganz einfach machen. Ich nehme jetzt hier meine Bauteile, suche mir meine große Bauteile, wo sie jetzt rein sollen. Und das ist eben das Schöne an Inventor, da geht einem. Naja, bei anderen geht das glaube ich auch. Und jetzt ziehe ich die quasi mir in die andere Baugruppe rein. Dann beschwert er sich zwar, dass ja, irgendwie verschoben werden und dann, das will ich natürlich. Und dann sind sie jetzt quasi in meiner neuen Baugruppe. Das Schöne ist, er nimmt die ganzen Abhängigkeiten mit. Somit brauche ich mich nicht mehr um irgendwas kümmern. Es geht bloß nicht bei meinem Muster. Also wenn ich jetzt hier, deswegen musste ich das Muster gerade rauslöschen. So, 840, viermal das Ganze. Es geht halt nicht. Schade eigentlich. Gut. So sieht es jetzt besser aus. Genau. Einmal voll. Ja, hier muss ich natürlich ein bisschen kürzen, dann das ragt jetzt in das Blech rein, aber das macht jetzt erstmal nichts. Also, jetzt machen wir eins, wir machen die Federlager ab.
Da löschen wir jetzt erstmal alle Abhängigkeiten raus, bis auf ein paar ausgewählte. Die bleiben, also das bleibt, die Höhe bleibt quasi, die Mitte bleibt und ja, genau, die zwei Mitten bleiben. Wir ziehen sie nur raus. Das ist hier auf der anderen Seite auch. Also der hier und dann genau, perfekt. So, jetzt möchte ich hier oben Mitte Rohr haben. Also muss ich meine Ebene wieder reinmachen. So, fangen wir die Ebene an. Jetzt nehme ich quasi die Ebene von dem Rohr. Also ich kann auch hier die gestrichelte Linie nehmen, aber ich nehme die Ebene mit der U. Und das ist jetzt quasi der Betrag, wo ich die gerne haben möchte. So, hier genauso. Muss man nochmal gucken. Jetzt aus. Da ist irgendwas nicht so, wie es sein soll. Wie ihr seht. Und zwar ist hier oben meine Buchse, meine Hülse. Halt. Meine Hülse ist hier noch drehbar gelagert. Ja, die war jetzt nicht so, wie sie sein muss. Die war jetzt so ein bisschen verdreht. Und dann meckert er gleich rum. Deswegen, die machen wir jetzt mal gerade. Zack. So, jetzt dürfte das kein Problem mehr sein. Jawohl. Perfekt. So, jetzt haben wir natürlich, wenn wir jetzt mal von der Seite drauf gucken, jetzt machen wir das weg hier. Die Ebenen aus. So, hier war die vorhergehende Position. Und jetzt sind wir halt schon ein ganzes Stück rausgerutscht. Wir messen mal, wie viel das ist. Sind 132,5. Jetzt gehen wir mal in die Baugruppe rein, gucken mal, wie es da aussieht. So, jawohl. Jetzt können wir quasi die Achsen hier. Die machen wir jetzt genau. Die machen wir jetzt mal die 130 minus. Also ziehen jetzt 130 ab. Und das ist das Schöne, Evento rechnet ja für uns. Also hier brauchst du nicht wirklich überlegen. Hier gibt es da einfach nur einen, was du haben willst. Ist natürlich nach dem fünften Mal ist ein bisschen blöd. Mit den Abhängigkeiten geht das genauso. Man auch das einfach so eingeben. Man kann auch Plus und Minus, also man kann alle Rechenarten nehmen. Das macht alles mit, muss natürlich dann mit Klammern arbeiten. Aber das geht schon richtig gut. Genau, so jetzt machen wir mal den Container wieder rein. Jawohl. Also jetzt machen wir mal den Grundraum wieder runter. Das halte ich jetzt nur für immer. So, für die, die neu dabei sind, man kann hier auch so Bewegungen simulieren. Klack. Unten ist er. Jetzt gucken wir mal von oben. Also hier ist wieder genug Platz. Den Stummel, das müssen wir lassen, wegen den Bremshebeln. So, und dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Jawohl. Jetzt müssen wir halt hier nur eine Konsole bauen, dass das abgefangen wird. Den Schnibbel können wir abmachen. Das stört jetzt. Ja, stört tut es jetzt nicht, aber man sieht jetzt komisch aus. Den machen wir ab. Der Container liegt auch gar nicht so richtig drauf, sehe ich gerade. Müssen wir mal gucken, warum. Als erstes machen wir hier diesen Schnibbel ab. Dazu machen wir die zwei Maße, löschen wir raus. Die Kante löschen wir raus. Und jetzt gehen wir auf denen. So, geht nicht, weil da ein Maß dran steht. Das löschen wir auch weg. Jetzt verlängern wir quasi die Linie. Und die kürzen wir. Fertig ist der Lack. So, und gibt es ein Maß. Fertig ist.
Und zack, umgeändert. So, jetzt nehmen wir das Maß von der Lasche zu unserem U. Das sind auch wieder die 132. Und dann die Höhe von dem U zu unserem Auflagepunkt, also den da, wo das Rohr drin ist. Das sind 155. Ich schreibe mir das mal hier auf, das vergesse ich sonst immer. Deswegen habe ich eigentlich immer im Büro auch, habe ich immer eine Schmierzettel bei mir an der Hand, dass ich mir solche Maße aufschreiben kann. Wenn es irgendwie ein paar mehr sind, das ist nämlich immer mal ganz hilfreich. So, jetzt Rechteck, schön zentriert rein, 132. Mach es ein bisschen kleiner, ich mach's ja doch 132, gut. Umschalten auf 155. Zack. Das machen wir jetzt. 5er Blech, würde ich sagen. Oder 6er. Ja, gut. Was habe ich noch da? Ich habe 5er Blech da. Ich hab aber auch 6er. 8er Blech. Also nehmen wir 8er Blech. Das können wir ruhig ein bisschen stabiler machen. So, Ebenen rein. So, da bin ich wieder. Nicht wundern, das ist jetzt ein Tag her, dass ich jetzt hier weitermache. Deswegen ein kleiner Cut. Habe gestern die Laschen schon eingebaut oder die Bleche, besser gesagt. Ich habe jetzt nur eins gemacht, ich habe die Ecken angefasst, damit ich hier schöner schweißen kann. Jetzt kommt noch ein zweites Teil dran, und zwar kommt hier unten noch ein Blech. Das machen wir 242. Ne, das ist, glaube ich, auch nicht richtig. 238. Das machen wir jetzt, und das machen wir 100 breit. Ah ja, genau, 100 breit. Kann man auch 35 machen. Ich denke, das interessiert jetzt hier nicht. Oder 40, kann man es auch machen. So, machen wir das schnell. 100. Dann nehmen wir auch wieder das 8er. Komme ich hier bald durcheinander. So, jetzt können wir halt noch nicht abmachen. Und da dran kommt der Block hier. Das Ganze noch vermitteln. Ja. So, das mache ich schnell auf der anderen Seite auch. So sieht das dann aus. So, und dann kommt gleich die Versteifung zu den anderen noch. Das machen wir jetzt auch gleich. Aber ich will jetzt erstmal hier drüben die Seite machen. So, dann. So, damit das hier drüben nicht so eine Dreckecke gibt. Das ist nämlich schön. Hier so eine Dreckecke. Da habe ich dann Folgendes vor. Da macht man nämlich hier unten ein schönes großes Loch rein.
Nicht 40. Das machen wir jetzt. 20 Frauen in der Mitte weg. Muss noch in die Mitte rein. So, ja, seht ihr, 20 war schon ein bisschen zu wenig. Ach so, okay. Die Lasche ist nicht mittig. Warum nicht? So, ich habe jetzt mal rausgefunden. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, warum die Platte hier nicht mittig ist. Und zwar ist das von der Reihen, weil die Platte an den U hier fest ist. Das eine U habe ich ja selber reingemacht, damit ich hier einen Kasten bekomme. Und das andere ist ja vorgegeben. Also das hier ist vorgegeben und das habe ich selber reingemacht. Das hier. Und das ist quasi an der Vorderkante dran. Also. So. Und das kann ich natürlich nicht beeinflussen. Ich könnte jetzt natürlich. Ich habe jetzt alles nach dem Blech hier ausgerichtet, nach dem Versteifungsblech. Muss dann mal gucken, wie es dann in Wirklichkeit aussieht. Und dann würde ich das alles ein bisschen vermitteln. Gut, jetzt müssen wir noch eine Querversteifung einbringen. So, ich habe jetzt mal über lange Zeit überlegt. Ich mache jetzt hier noch ein 100x50 rein. Quasi das gleiche Profil, was ich schon mehrfach verwendet habe. Das kommt jetzt hier einfach dran. Einfach nur, um das mal ein bisschen zu stabilisieren. Und die Löcher hier, das machen wir anders. Das wird anders gemacht. Ich weiß zwar noch nicht, wie anders, aber das wird anders. Dann brauche ich auch noch die zündende Idee. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Wie das im zusammengebauten Zustand aussieht. Jawohl. Weil, wie gesagt, hier, da muss ein anderer Bolzen rein. Hier müsste wahrscheinlich auch nochmal eine Aufdopplung drauf, wie es schon vorher war. Einfach eine Aufdopplung drauf, dann das Loch größer gebohrt und dann quasi einfach nur einen Bolzen durchgesteckt. Bolzen müssen wir eh noch machen. Wir müssen ja auch hier hinten den Kipprahmen noch einen Bolzen machen. Wir müssen die ganze Sache noch verbolzen. Also da muss ich auf jeden Fall mal einen Tag lang nur Bolzen machen. Hier, das ist natürlich auch keine Lösung hier. Und mein Zylinder ist ja auch noch im Freien, wie ihr seht. Obwohl, da habe ich jetzt langsam so eine Idee, wie ich es machen kann. Aber das sehen wir dann, denke ich mal, im nächsten Video. Gut, sehr schön. Ich würde sagen, wir lassen das Thema Achse erstmal gut sein. Für die Aufnahme hier, die hintere Federpaket, da habe ich auch schon eine Idee. Das wird nämlich die Geschichte Abstützung. Und da habe ich jetzt mein Bild gefunden. So, und da habe ich das Bild hier gefunden. Das ist ein Thema Anhänger. Ihr seht, das ist PKW. Ich weiß nicht, wie viele Tonnen der hat. Die haben die Variante, dass die zwei Zylinder verbaut haben. Quasi so geknickten Arm. Hat nämlich den Vorteil, dass du dir die ganze Geschichte mit der Verriegelung sparst. Ich weiß nicht, wie sie den verriegeln zum Kippen. Aber auf jeden Fall wollte ich das zeigen. So will ich es natürlich auch machen. Rollen nehme ich vom, weiß nicht, könnte man Hubwagenrollen nehmen. Ja gut, ich könnte mal ein bisschen mehr brauchen hier. Also es wird schon ein bisschen mehr kommen da. Auf jeden Fall wollte ich dann die Aufnahmen dafür verwenden hier. Und da kommen wahrscheinlich die Zylinder dann rein und dann bauen wir hier hinten den Rahmen dran. Dieser Abstützrahmen. Genau. Dann muss hier auch noch was anderes rein. Und zwar soll hier auch eine Zapfwelle betrieben werden. Also sprich, der Anhänger soll eine Zapfwelle kriegen, von einer durchgehende.
und auch ein Kipperanschluss nach hinten raus, eine Hängerankupplung nach hinten raus, dass ich quasi meinen Holzspalter hier hinten dran kriege. Dass ich quasi den als Zug quasi mit im Wald nehmen kann, kriege den Spalter oben ab, mache den Container runter oder lasse den Container drauf und mache den, drehe den und dass ich den hier quasi dann voll machen kann. Genau, so ist der Plan. Also Zugmaul und Zapfwelle kommt hier auch noch dran. Kipperanschluss, dass ich, wenn ich auch mal meinen kleinen Kipper hinten dran habe, zum Beispiel, oder irgendwas anderes. Gut, dann lass das mal so, lass mal das mal so stehen. So. Jetzt beantworte ich wieder meine Kommentare. Der Reinhard Bayer, der hat mir einen Link geschickt. Ich habe es mir noch gar nicht angeguckt. Auf jeden Fall ist da eine mechanische Verriegelung zum Auf- und Absetzen. Und das könnt ihr euch dann auch mal angucken. Die haben es auch mit Einzylinder gemacht. Also ihr könnt euch da ruhig mal angucken. Den Link findet ihr quasi in der anderen Videobeschreibung. Aber nee, also das gucke ich mir nochmal genau an, das Video. Und dann können wir vielleicht mal ein, zwei Sachen daraus lernen, überlegen. MX166 ist auch angehender Konstrukteur. Und weiß nicht, machst du auch Inventor? Macht ihr auch Inventor an der Hochschule bzw. TU? Ja, schön, dass man von mir ein bisschen lernen kann. Natürlich, ich bin auch kein Experte für alles, aber so ein bisschen kann ich ja dann schon wa doch was. Top, gefällt mir. Gut, ja, das war's dann auch schon. Ja, das war's. Wie gesagt, wenn ihr da immer Fragen habt, ich gehe da mal gleich direkt drauf ein. Gut, wenn dann soweit nichts ist. Wir werden in der nächsten Folge, will ich nochmal meine Kippwinkel und so, das alles nochmal überprüfen. Ich habe dann jetzt was überlegt, wie man da ein Zwischenteil einbauen kann. Das würde ich vorher vorbereiten, dass es das nicht so lange dauert. Und da würde ich dann nochmal daran gehen und danach ja, vielleicht hinten die Stützung schon machen, Abstützung machen oder wir machen einen Kran, ich weiß noch nicht. Weil der Kran, der ist, dauert auch noch mal ewig, das dann auch noch ein paar Folgen. Wir werden schauen. Bolzen und Verriegelung, das muss dann alles noch gemacht werden. Genau. Gut, dann danke fürs Zusehen. Wenn ihr mögt, nächsten Mittwoch zur Konstruktion oder dann am Sonntag wieder zur nächsten Vlog. Ja, Flock will ich eigentlich immer nennen. Mal gucken, was wir wieder mal anstellen im Wald. Ist noch eine Ladung Holz zu machen. Oder mehrere. Zwei, glaube ich. Und ich will jetzt nachher gleich rüberfahren, will mein Förderband anfangen. Und das werde ich gleich mit reinschneiden. Gucken, wie weit ich komme. Gut, dann bis dahin. Macht's gut. Ciao.